Alter, wo ist der hin? Die laufen dann einfach kreuz und quer in irgendwelche scheiß Gänge, Alter, und dann weißt du nicht, wo sie sind. Abstürzen bitte. Boah, bitte, wie geht's mal? Du ziehst auf ihn, hast dann den Blick, Alter, und dann rennt er los. Meine Waffe geht langsam kaputt. Alter. Shit, Mann. Das ist richtig schlimm. Ich höre sie, aber ich weiß nicht, wo sie sind, diese Arschgeigen. Fuck you! Ihr dreckigen kleinen Pisser! Oh, das war ein Raider, kann das sein? Oh fuck! Oh fuck! Oh. Wo kommst du her? Alter! Ach, da geht's gleich nur einen Stock höher. Elende Piss. Warte. Blaue Farbe. Cool. So, das ist ein scheiß Raider-Pack gewesen. Aber ich dachte mir am Anfang auch, ja, wie es Kaisner, dass er Raider gegeben hat und sowas. Dachte mir, hä, wie soll denn das gehen? Aber stimmt ja eigentlich. Ob man es jetzt Banditen oder Raider nennt, kommt ja genau dasselbe raus. Sind ja eigentlich dasselbe. Und es gibt halt immer irgendwelche Banditen. Was? Pass auf! Verpiss dich! Dumme, elende Mistsau. Und dann bloß ein schmutziges Kissen dabei. Wer bist denn du? Ach, das wird ein Anwalt gewesen sein, hä? Zahnpasta, ja, Hauptsache Zahnpasta und Zahnbürste hier, ne? Was ist denn hier? Warum ist das gerade zugegangen? Wer bist du? Pläne für Weihnachten? Ach, beruhig dich erstmal, Tanner. Du kannst einem wirklich das Ohr ablabern. Du kannst mich mal, Abigail. Was soll dieser Unsinn mit einer Weihnachtsfeier? Wir rationieren bereits unsere Vorräte. Und wenn es noch so einen Winter gibt wie 78? Unsere Leute brauchen das. Seit Jahren schon leiden sie unter dem Krieg, der Strahlung, Mutanten und Raidern. Sie brauchen etwas Gewohntes. Etwas, das ihnen die Hoffnung auf eine Zukunft gibt. Uns fehlen die Vorräte. Wir brauchen sie für den Krieg. Und mit der Bürgerversammlung so lange zu warten, bis ich fort war, um diese Bruderschaftsrebellen zu treffen, ist mehr als hinterlistig. Glaubst du, ich falle auf dich rein? Nur weil du deine Leute aufgegeben und deinen Akzent abgelegt hast? Ich weiß, dass du deine Freunde Nahrung horten lässt, um die Wahl im nächsten Frühling zu beeinflussen. Ich habe die Unterlagen geprüft. Man sollte nichts heimlich tun, was später herauskommen könnte. Ich... Du... Das ist unerhört! Setz dich lieber hin, bevor du noch einen Anfall bekommst und dir die Zunge abbeißt. Ich möchte mir nicht den Teppich ruinieren. Die Nahrung wird verschenkt und wir schalten das Licht nur für ein paar Stunden ein. Und wenn du brav bist, darfst du sogar den Weihnachtsmann spielen. Niemals!
Du hast dein Weihnachtsgeschenk vergessen. Es ist Bourbon, damit du nicht vergisst, woher du kommst. Na gut, Melody hat ihn eh mehr verdient. Aha. Ja, war das jetzt dann der Typ, der Blackwell-Fuzzi? Hoppala. Einer von denen, die wohl noch nicht mitbekommen haben, dass ich hier in der Bude rumrandaliere. Goff. Holbrooks Terminal. Schlüssel zu Holbrooks Versteck? Was für ein Versteck? Wo ist Holbrooks Versteck? Halt, Klebeband ist wichtig. Das werden wir jetzt wahrscheinlich gleich lesen. Meldtransfer der Hauptstadt. Bote zu Taggartry. Guten Tag, Tinner. Ich sage meinen Leuten, dass sie nach Taggartrys Forderung, ich meine, auf Anfrage auf Munition nachkommen sollen. Aber ich werde die Responder nicht als ihren Botendienst einsetzen. Die haben mit dem Kampf gegen die neuen Mutanten in der Nähe von Huntersville genug um die Ohren. Ich verstehe immer noch nicht, warum sie so ein Problem damit haben, den Leuten in den Bergen zu helfen, wenn ihnen doch beim Anblick einer Uniform das Herz in die Hose rutscht. Sie müssen sich damit abfinden, dass der Krieg vorbei ist. Sie können ihre Vorräte haben, aber sie müssen sie sich schon selbst holen. Paul. Sie verlassen ihre Bunker. Chandler ist nächste Nacht zurückgekommen und hat gesagt, dass die Freien Staaten ihre Bunker verlassen und Harpers Ferry zurückerobert haben. Diese Aluhüte lagen vielleicht die ganze Zeit richtig, denn sie scheinen genügend Nahrung und Vorräte zu haben. Wir haben noch nicht herausgefunden, was dieses seltsame Sumpfgefieder draußen entstehen lässt. Am Kraftwerk hat sie einige andere piratenmilitärische aussehende Leute bemerkt, aber sie schienen nicht zu den Freien Staaten zu gehören. Sie sagten, dass sie Powerrüstungen trugen, also versuchten sie lieber nicht, sich zu nähern. Baker. Es war ein Massaker. Fleischer und ich haben es endlich in die Berge geschafft, um zu sehen, was dort oben los ist. Ich wünschte, ich hätte es nicht getan. Sie denken, der Winter hier war schlimm? Sie wollen lieber nicht wissen, was dort oben los war. Ich hielt diejenigen für grauenhaft, die durch die Strahlung verrückt geworden sind, aber diese reichen Auswärtigen, das sind die wahren Monster. Was für Auswärtige? Der Deal muss geändert werden. Als es nur um das Abschöpfen kleinerer Beträge ging, war das kein Problem. Aber eine persönliche Pfadfindertruppe zu finanzieren? Da muss doch jemand mit ins Boot geholt werden. Niemand vom Archiv für diese Akten wie heilige Bücher. Lieber jemand von der Technik. Einige Flaschen Nuka-Cola und eine Schachtel Zuckerbomben sollten ausreichen, um ein paar Zahlen zu drehen. Aber lassen Sie sich nicht wissen, dass Sie etwas damit zu tun haben. Tom dachte, es wäre lustig, Ihren Sekretär so umzuprogrammieren, dass er in auf zufälligen Abständen piept. Er ist immer noch sauer, dass Sie damals wegen eines Streichs die Sicherheit eingeschaltet haben. Maggie. Persönliche Aufzeichnung. Was zum Teufel ist das? Meine Späher haben den Kopf eines Mutanten mitgebracht, auf den sie gestoßen sind. Sie sagten, er war nicht wie diese Ghule. Er war größer, härter, konnte sprechen und schießen. So eine Art Supermutant. Und nicht nur einer, als wären Raider und mutierte Bär nicht schon genug. Knapp geschafft. Ich ließ mich von einem Späher zu einem Howrider und Garren Anwesen bringen. Ich dachte, wenn jemand weiß, was dieser Krieg soll, dann einer unserer Bergmagnaten. Aber niemand wollte mir antworten. Ich weiß nicht, ob sie da oben sind oder nicht. Auf dem Rückweg fuhren wir von einem bösen Sturm her und wurden von ein paar Rüpeln aufgehalten, die den Weg blockiert hatten, wie ein Haufen Weggelagerer. Sie zogen sich zurück, als sie sahen, dass wir in der Überzahl waren. Einer versuchte allen Ernstes, mir einen Scheck anzubieten, um etwas Essen von uns zu kaufen. Manche Leute haben nicht den leisesten Schimmer, in welcher Lage wir uns befinden. Wir schlugen sie in die Flucht und waren vor dem Sturm wieder hier. Wo ist Washington? Ich verstehe nicht, warum Washington nichts gesagt hat. Sollen wir uns für einen Gegenangriff oder nicht? Zuerst verschwindet der Governor und jetzt das. Wie sollen wir die Truppen zusammenhalten, um die Kommunisten zu bekämpfen, wenn wir untereinander nicht einmal Kontakt haben? Ich war heute oben im Wand in Wade und der ganze Flughafen ist ein einziges Chaos. Wir brauchen da Leute, um ihn freizuräumen, aber diese Responder hören kaum auf Paul oder den Rest des Rates. Kann es sein, dass hier im Regierungsgebäude noch so Regierungsfuzzis überlebt haben? Und die gemeint haben, die können das hier ein bisschen kontrollieren und so ein Scheiß? Oh, her damit. Oh, ich kann hier auch ganz einfach hochlaufen. Charleston Capital. Boah, Alter, das dauert hier wieder zu lange. Dann sind die wieder unterwegs, die Scheißgule. Die tauchen hier irgendwann wieder auf. Schreibmaschine. Goldet. Okay, so ist alles in Ordnung. Ist noch Müll?
Von die Musik immer noch. Dom, dom, dom. Ich will jetzt hier nicht rausgehen, Alter, weil ich nicht riskiere. Boah, das Spiel macht mich fertig. Erstmal das. Das da. Gegrillte Red-Kakerlake, Hundefutter in der Dose. Ah. Ist der Magen voll? Fällt mir nichts Besseres drauf ein. Ich wollte jetzt irgendeinen Spruch raushauen, aber der fällt mir irgendwie gerade nicht ein. Okay. Ich dachte, der geht dann in die andere Richtung, wenn ich dort stehe. Wo geht's denn da lang? Einfach nur hier, wo das Weihnachtsding ist. Wow. Also die haben scheinbar das Kapitol oder das Ding da halt eingenommen. Kristalldekanten, da können wir auf jeden Fall mal brauchen, weil Kristall haben wir nämlich noch gar nichts. Oh, Wahlwerbung. Steuern an inkompetente Bürokraten gehen? Gehen Sie am 2. November wählen und stimmen Sie für Referendum 6, die Appalachia-Wohlstandsverordnung. Automatisieren Sie die Regierung von Appalachia und schicken Sie die Bürokraten zum Teufel. Diese Werbung wird aus dem Fonds der Bürger für Automatisierung bezahlt. Ja, das ist halt immer diese Frage, ne? Automatisierung ist einerseits ja nicht schlecht. Weil es so passieren. Okay, sie spawnen wieder, scheiße. Aber andererseits verlieren halt auch Leute. Oh ja, da waren wir ja. Ihren Arbeitsplatz, ne? Ist halt beide scheiße. Einerseits kannst du mit Robotern mehr machen als mit Menschen. Also, kosteneffizienter, sagen wir mal so. Aber andererseits. Ja, ist halt von der, hoppla, von der menschlichen Komponente ist das halt dann auch wieder scheiße. Alter, wie menschliche Komponente hört sich jetzt auch wieder an. Paul's Terminal. Schauen, was der zu sagen hat. Morgantown. Du musst die Sache in Morgantown vor den Rat bringen. Polizeipräsident Mayfield eröffnet das Feuer auf die Schüler und hat eine Ausgangssperre verhängt. Ich sage nicht, dass es keine Plünderung gab, aber es sind doch nur Kinder, Abigail. Ich habe versucht, mit ihm zu reden, aber er lässt sich nichts sagen. Wenn ich etwas gegen ihn unternehme, kann es sein, dass sich die Helfer abspalten, die bei der Polizei waren. Die meisten von ihnen sind gute Leute, aber es gibt immer ein paar Füchse im Hühnerstall. Ich weiß, es läuft wieder darauf hinaus, dass du mit Holbrook aneinander gerätst, aber es muss etwas passieren, um die Situation zu entschärfen. Und zwar schnell. Melody. Es ist noch nicht vorbei. Die Mehrheitsführerin Fortnay vermisst... Darf Mehrheitsführerin Fortray vermisst wird, würde ich einmal eine Eigenschaft als Fraktionsvorsitzender zum Anführer aufsteigen. Und da Governor Evans ebenfalls verschwunden ist, auch zum Governor, das wissen sie verdammt gut. Als Sprecherin des Hauses haben sie keine Befugnis, die Mehrheitspartei zu übernehmen. Was wir brauchen, ist Einigkeit, und sobald wir nach dem Krieg wieder Wahlen abhalten, wird die Partei mit der Mehrheit das Exekutivbüro kontrollieren. Dieser provisorische Rat ist eine Farce. Der Pol hat es jetzt gemeint, der kann selber machen, oder was? Das hätte besser laufen können. Die Responder haben einen Boten zum Skiresort geschickt, um einen Friedensvertrag auszuhandeln. Ich war dagegen, aber sie hören immer selten auf meinen Rat. Diese Fremden zu helfen war eine Sache, doch dann führen sie Überfälle durch. Es mag vielleicht so ausgesehen haben, als wären sie auf der Flucht gewesen, aber man geht zur Fütterungszeit nicht in den Schweinestall. Es ist wie eine Freakshow. Ich bin mit den Respondern losgezogen, um zu sehen, was in letzter Zeit mit den Tieren los ist. Zweiköpfiges Rotwild, dreiköpfige Opossums und dieses Eichhörnchen, das sah aus wie ein Dämon aus der Hölle. Ich esse nie wieder Eichhörnchenpastete. Er hält sich für super schlau. Diese Schlange Tanner hält sich für so super, so schlau. Als ob ich es nicht über seine Pläne herausfinden könnte, würde er seine Mitarbeiter besser kennen, wäre ihm vielleicht aufgefallen, dass Tom mit meiner Cousine verheiratet ist. Er kam wegen ihres kleinen Deals sofort zu mir. Ich sagte Tom, er solle mich auf dem Laufenden halten, falls die Sache bösartig wird. Tun Sie nicht im Dunkeln, was nicht ans Licht kommen soll, Holbrook. Äh...
sind wir jetzt hier eigentlich dann fertig. Da war nix mehr. Warte, was war das? Nix. Okay. Ach, das sind nur Zigaretten. Den PC haben wir noch nie angeschaut. Senator, den haben wir ja freigeschaltet, ne? Sicherheitsüberbrückung eingeben. Da. Ja. Oh. Ich muss nur mal ganz runter. Scheiße, wo war denn das? Oh. Oh, wirklich? Wer verschließt denn den Erste-Hilfe-Kasten? Ist doch verboten. Ich meine, Erste-Hilfe-Kästen sind dazu da, damit man schnell Erste-Hilfe leisten kann, Alter. Ne? Irgendwo ist ein Bild der Google. Was soll das sein? Besondere Ankündigung. 12. Dezember 2082. Nach reifer Überlegung der stimmberechtigten Mitglieder des Provisorischen Rates sind wir zu dem freudigen Entschluss gekommen, eine Weihnachtsfeier zu veranstalten. Die Feierlichkeiten umfassen Weihnachtsbeleuchtung im Capitol Building, eine Weihnachtsgeschenkaktion, bei der jedes Kind unter 12 Jahren ein kostenloses Geschenk erhält. Aktion, Entschuldigung. Zusätzliche Essenrationen für alle, die Weihnachten mit der Familie feiern wollen. Ein Weihnachtsfrühstück, das im Gastrobereich des Capitol serviert wird. Wir sind der Ansicht, dass wir diese schwierigen Zeiten und Situationen und Werte nicht vergessen sollen. Alle Spenden, sie an das Büro des Schutzmeisters zu richten. Freiwillige Helfer, die Lieferung übernehmen möchten, melden sich bitte beim Officer Larkin von den Respondern. Abigail Pohl. Achso, okay, ich konnte gar nichts mitnehmen. Also haben hier auf jeden Fall, wissen wir ja jetzt, dass hier... geh weg, dämliches Vieh. Dass hier auch Leute überlebt haben. Und versucht haben, eine... Oh. Eine Regierung zu gründen oder übergangsweise. In der Zeit haben sich dann scheinbar die Stellen der Bruderschaft und... aus den Überresten von... Oh! Hab ich ja. Ja, und ich war gerade voll zugestrahlt. Du hast jetzt Adlerauge? Oh scheiße, ich wäre hier trotzdem zugestrahlt, auch wenn ich im Wasser... Ah! Hä? Was ist los? Adlerauge. Minus 4 Stärke, plus 25 kritischen Schaden. Und sonst habe ich nichts. Employers only. Meins. Wir sollten dann das Red auf jeden Fall mal wegmachen. Achso, ist ja schon offen dann. Alter, ich wollte vorhin eigentlich noch mal kurz aufhören. Ich spiele auch schon wieder 1,5 Stunden, Mann. Das Spiel macht mich fertig. Aber bin ich jetzt eigentlich ganz unten, Mann? Ich wollte doch das... Ich jetzt schon wieder. Genau da wollte ich her. Konten? Passwort zurücksetzen. Zeigen automatisch für den Benutzer, Passwort zurücksetzen. Mark Hammershire. Okay, es müsste laufen. Jetzt ist bloß wieder die Frage, jetzt muss bloß wieder rausfinden, wie ich nach oben komme. Klebeband! Warum haben die eigentlich alle immer Klebeband dabei? Jetzt sind wir da ganz oben. Da müssen wir nett hin. Da ist der Kopf.
Achso, ja, ich bin ja noch überfüllt. Ja, wir müssen langsam laufen, sonst lädt es nicht auf. So, jetzt. Wir setzen uns jetzt dann eh gleich an den Computer, müssen wir das Passwort zurücksetzen. Da. Mal schauen, was hast du zu verbergen? Hä? Da ist die Kuckucksuhr. Da ist nix. Auch nix. Ja, wisst ihr was? Scheiß drauf, wir gehen jetzt erst raus. Dann Dach. Genau, da wollen wir doch hin. Oder auch hin. Also schon wieder 8. Alter, ich habe heute Nachmittag jetzt Zocken angefangen, aber es ist bestimmt schon wieder 6 Stunden aufgenommen. Circa. Das Spiel ist so schlimm. Werkzeuge von Geist sind ins Waffen der Gegenwart geworden. Kettensägen, Brandäxte und selbst Nudelhölzer dienen so manchen im Ödland als Kampfgerät. Auch nicht schlecht. Die zum Schutz von Soldaten entwickelten Kampfrüstungen bieten dem Träger dieselbe Menge an Widerstand gegen körperlichen Schaden und Energieschaden. Okay, da waren wir noch nie. Okay, und ich weiß auch nicht, was das gerade war. So. Ach, da ist ein Helipad. Und einer, der wo meint, den sieht man nicht. Okay, also ist ein Event hier gestartet oder was? Nee, da. Aufgewühlt direkt nach verwertbaren Dingen. Finde die Kirche. King Killex und stirb. Aber das ist mir jetzt persönlich egal. Alter, warte, wir haben noch ein Level Up, ne? Ja. Das ist bloß für die Frage, was nehmen wir? Noch ein Messi? Schrottgegenstände wiegen 25% weniger. Stoffflinten. Gewehre. Meisterschütze. Da habe ich schon eins. Das interessiert mich, eine Meisterschütze, die Pistolen. Sollen wir von Pflanzen also die doppelte Menge? Hydro-Camps. Camps verursachen 50% weniger Durst. Blutsauger. Blutpakete stillen deinen Durst, verstrahlen dich nicht und heilen 50% mehr. Waffenschmied. Schusswaffen gehen 10% langsamer kaputt und du kannst Schusswaffen der Stufe 1 herstellen. Baupläne erforderlich. Da ist nichts Neues. Und da ist auch noch alles beim Alten. Ich würde fast sagen, dass da Schusswaffen gehen 10% langsamer kaputt. Alter, bei dem gibt es sogar 5 Sterne.
langsam, Erzähler inspiriert. Hunger und Durst nehmen 40% langsamer zu, wenn du dich... Ja gut, das hatten wir ja schon. Rettungssanitäre. Dromedar, alle Getränke löschen zusätzlich 25 Durst. Die Chance durch Nahrungsmittel krank zu werden, du nimmst 30% weniger Strahlung durch Essen auf. Aha. Boah, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ich meine, abziehen dämmer genug. Genug ziehen wir ab. Eigentlich. Wäre das schon am geilsten. Ich weiß es echt nicht, was ich nehmen soll. Fern 30% mehr Strahlung. 15% mehr verlorene Gesundheit wieder her. Haben wir auch schon eins. Oh, Waffenschmied. Waffenschmied ist nicht schlecht. Braver Hund. Ah. Okay. So, jetzt aber. Jetzt haben wir das Level noch ausgewählt und ich bedanke mich jetzt erstmal bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Aufnahmesession von Fallout 76. Macht's gut und Servus. Und ja, ich werde jetzt dann erstmal mal Red entfernen.